Heute erfahrt ihr etwas über die Wasserknappheit. Das ist Ben und seine Familie. Morgens, nachdem Ben aufgestanden ist, geht er ins Badezimmer. Dort wäscht er sich sein Gesicht. Ben, kommst du? Frühstück ist fertig. Oh Ben, hast du schon wieder nicht an den Wasserhahn gedacht? Ups, vergessen. Ben, guck mal, was hier steht. Das ist Malu. Malu ist genau wie Ben 9 Jahre alt. Bevor sie morgens überhaupt frühstücken kann, muss sie erst einmal eine Stunde zum nächsten Brunnen laufen, um dort für sich und ihre Familie Wasser zu holen. So wie es auch die anderen Dorfbewohner tun. Heute hatte Malu Glück und kann einen halben Eimer Wasser mit nach Hause nehmen. Zu Hause angekommen, nehmen Malu und ihre Geschwister erst einmal einen großen Schluck Wasser, um ihren Durst der Nacht zu stillen. Danach bereitet Malus Mutter das Frühstück vor und die Familie isst gemeinsam. Für den Nachmittag benötigt die Familie jedoch einen weiteren Eimer Wasser. So wie Malu und ihrer Familie geht es vielen Menschen in Afrika. Das wenige Wasser, das sie haben, ist teilweise verschmutzt und nicht zum Trinken geeignet. Daher werden viele Menschen krank, wenn sie das schmutzige Wasser trinken. In Afrika haben 36% der Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Das sind 400 Millionen Menschen. Eine ganz schön große Zahl, denkst du jetzt bestimmt. Wenn man das mit Deutschland vergleicht, sind das in etwa 5-mal so viele Menschen, wie hier leben. Überleg doch mal, wofür benötigst du überall Wasser in deinem Leben? Du trinkst Wasser, du putzt dir Zähne, du gießt deine Blumen, du duschst und auch zum Essen kochen brauchst du Wasser. Wie du siehst, sind das ganz schön viele Sachen. All dies ist in Afrika nicht überall selbstverständlich. So leiden viele Menschen nicht nur unter Durst, sondern auch unter Hunger, da sie für den Anbau von Getreide oder Gemüse Wasser benötigen und auch die Tiere ohne Wasser nicht überleben können. Grundsätzlich gibt es aber auch in Afrika ausreichend Wasser. Dieses befindet sich jedoch tief unter der Erde. Dieses Wasser nennt man Grundwasser. Jetzt fragst du dich bestimmt, warum nicht einfach mehr Brunnen gebaut werden. Das ist jedoch nicht so einfach. Je tiefer sich das Wasser im Boden befindet, desto aufwendiger und teurer ist es, einen Brunnen zu bauen. Daher wird nur ein sehr kleiner Teil des vorhandenen Wassers in Afrika genutzt. Jetzt hast nicht nur du, sondern auch Ben ziemlich viel über die Wasserknappheit in anderen Ländern gelernt. Wow, hab ich ein Glück. Siehst du, wir müssen sorgsam mit unserem Wasser umgehen. Nicht jeder hat Zugang zu sauberem Wasser. Also denk daran, den Wasserhahn beim nächsten Mal zuzudrehen.